Hallo und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2 in der Extraschicht-Version und zwar im Finale sozusagen. Wir stehen hier noch auf der Tankstelle, wo die Linie 5 Pause macht. OMSI hat ein bisschen die Fahrpläne rumgeschmissen, deswegen ist hier auch ein Kollege, den wir abgelöst haben. Naja, egal. Es ist nicht mehr so schönes Wetter. Und wir haben noch 10 Minuten Pause. Ich werde das mal kurz mit Vorstellen der Uhr etwas lösen. Dass wir hier nicht 10 Minuten rumquatschen. Dafür müssen wir einmal den Tag wechseln und dann ist um 5 nach hier Abfahrt. Licht ist an. Scheibenwischer machen wir noch an. Und dann kommt da noch ein Mercedes. Den lassen wir erst fahren. Und dann können wir hier rausziehen. Hoffentlich. Es kommt ein weiterer Auto. Alles klar. So. Jetzt geht es dann noch einmal zum Nahverkehrsmuseum und von dort dann zum Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof dann nochmal nach Haidhausen. Und dann sind wir fertig mit der Extraschicht für dieses Jahr. Würde ich jetzt erstmal so sagen. So. Muss mal meine Kaffeetasse noch richtig stellen hier. Aber das heißt ja nicht, dass dieser Wendeplatz hier für gar nichts mehr genutzt wird, denn hier am Nahverkehrsmuseum. Was, wir haben jetzt so 15 nach Abfahrt. Was ist das denn für eine? Oh. Ah, ist auch egal. Dann stellen wir die Uhr gleich nochmal vor. Ich dachte, wir hätten jetzt schon Abfahrt. Na gut. Was bist du? Du bist auch die 5. Warum wollen die denn nicht bei mir mit? Ich dachte, jetzt kommt hier die 2 oder so, dass die dann. Ach, dann war das mit der Pause doch falsch rumgedacht. Egal. Dann fahren wir jetzt um 0:15 Uhr hier ab Richtung. Also, es geht ja bis 2 Uhr eigentlich, die Extraschicht. Von daher sind wir da noch voll im Zeitraum drin. So, ich habe mal kurz das Nachladen übersprungen. Trotzdem steigen die hier nicht ein. Doch, er steigt ein. Das ist das Einzige, was nicht mehr ganz so realistisch ist, das Fahrgastaufkommen hier. Denn da hat sich um sie gedacht. Wolltest du hier rein? Nein, ich wollte nicht rein. Ne? Nee. Da hat sich um sie gedacht, dass später am Abend, da gibt es weniger Fahrgäste. Ist natürlich bei der Extraschicht erstmal nicht so. Egal. Wir fahren los Richtung Nordstadt Bahnhof erstmal. Nordstadt Bahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Naja, ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt nicht so ein hohes Fahrgastaufkommen kriegen. Irgendwo ist man halt immer ein bisschen in OMSI limitiert. Sei man hätte es jetzt alles hundertprozentig richtig eingestellt. Nein. Für mich ist es übrigens Montagmorgen inzwischen, aber ist nicht so schlimm. Bedingt durch die Sommerferien muss ich ja heute irgendwo hin. Also vielleicht einkaufen. Aber da kann ich hier in Ruhe zumindest diese Tour jetzt noch fahren und dann habe ich alle Videos für die Woche aufgenommen. Dann kann ich das Video hochladen und die Google Maps Challenge schneiden. Dann bin ich auch durch. Dann kann ich mich auf die Videos für nächste Woche konzentrieren in dieser Bereich. Ne?
Also ich fahre ja wirklich immer komplett ohne Hilfsteile, die müssten aber komplett funktionieren. Ich habe es jetzt noch nicht nachgefüllt. Aber da die hier dynamisch sind, sollte das alles passen. Durch diese Baustelle hier. Ich glaube, wir sind viel zu früh jetzt am Nordstadt fahren. Aber auch egal. Da stelle ich da auch nochmal die Uhr kurz vor. Da hätte ich nämlich gedacht, dass man hier viel, viel schlechter durchkommt. War wahrscheinlich auch um 18 Uhr bei den Fahrten so. Aber wir haben 6 Stunden später. Da sind die Fahrten relativ entspannt. Ich fand das aber ein bisschen schöner, das so kontinuierlich zu machen, als jedes Mal die erste Tour oder so, eine der ersten Touren zu nehmen. Das passte dann für mich auch nicht so. Ich fahre jetzt übrigens hier auch auf dem Busbahnhof drauf. Die Richtung halten wir am Busbahnhof. Na, bei der Extraschicht ist eigentlich mehr los, aber nein. Nicht schlimm. Hallo. Hallo. Wie viel müssen wir jetzt vorstellen? 3 Minuten. Alles klar. Loading AI. Danke, Omsi. Egal, ich kann das ja überspringen. Kommt aber keiner mehr. Gut, dann geht's weiter. Kontakt ist da. Ey. Okay, jetzt ist eh grün, aber ich hatte eigentlich die Haltestellenbremse versucht reinzumachen. Ging nicht. Schule. Genau. 25? Hey. Das ist ein Fehler. 8 Minuten, ja, aber hier müssten es auch nochmal 8 Minuten sein. Da dann 3 und da dann 3. Okay, also irgendwie der Fahrplan hier nicht. Aber wir müssen erst um 47 am Hauptbahnhof wieder los, das heißt, vielleicht schaffen wir das. Ich guck das nochmal nach. Das passt ja hier vorne und hinten.
egal. Müsst ja in der Zahl von der Linie dann verändert werden können. Wir achten jetzt also nicht so ganz darauf, ob wir pünktlich sind, das geht nämlich nicht. Stimmte das dann doch nicht mit dem 10 Minuten später abfahren, was ich da gerade hatte? Ja, diese 8 Minuten. Steht da. Ja. Das war nämlich die Fahrzeit bis zur ersten Haltestelle. Um sie macht manchmal verrückte Sachen. Ich denke aber mal, dass sie nicht allzu viel Verspätung dadurch kriegen. Denn spätestens am Bahnhof, wo nochmal 10 Minuten Pause sind in diese Richtung. In die andere Richtung ging es ja direkt durch mit der anderen Linie. Spätestens da sollten wir das wieder raus haben, die Verspätung. Da fahren wir noch. Wir sind ja quasi Nachtbus. Da haben wir ja letztes Mal schon. Nein, lass mir das. Ich kenne wohl Busfahrer, die das gemacht hätten und da einfach gefahren wären. Also. Jetzt nicht so, dass ich direkt sagen könnte, wenn ich beim Busfahrer einsteige, der ist es, aber es gibt solche Busfahrer. So, so meine ich das. Nicht falsch verstehen. So, nächste Woche. Aus eurer Sicht geht es dann ganz normal weiter mit der Map Rotation. Das ist ja jetzt einfach nur. Letzte Woche kamen gar keine Videos und diese Woche ist das noch kurz ausgesetzt. Für die extra Schicht, die ich dazwischen geschoben habe. Das schiebe ich jetzt nicht jedes Mal in der Rotation dazwischen, aber das war ja wahrscheinlich auch klar. Aber sie merkt das manchmal, wenn ich so ein bisschen Eile bin und vielleicht mal ein bisschen zu schnell fahre oder so, und dann setzt es mir immer auf meinen Pfad, den ich zurücklege, ein Auto, was langsam vor mir herfährt. Weil ich dann immer sehr, sehr paradox finde, wenn auf einmal ein Mercedes langsam vor mir herfährt. Nichts gegen Mercedes-Fahrer. Fährt er hier geradeaus.
So, 25 sollten wir hier sein, jetzt haben wir 29. Hallo, also 26 hier. Sollten wir hier sein, dann sind es 3 Minuten. Komm. Was soll's? Mich stellt eher, dass so wenig Leute hier unterwegs sind. Das gucke ich auch, dass ich das zum nächsten Jahr behoben kriege, dass dann da auch um 0 Uhr noch viele Leute mitfahren, wie es in echt so ist in der Extraschicht. Ja, wir jetzt dran denken, wir müssen noch am Schauspielhaus gucken, das heißt, ich fahre hier wieder rechts aus dieser Siedlung aus. Und ich, wie gehabt, auf der 177, dass man geradeaus fährt. Kann man auch sagen im Fahrplan, dass das Ibis kaputt war und Quatsch angezeigt hat. Zählt das als Ausrede für Busfahrer? Ich denke nicht. Aber man kann es versuchen. Ich habe hier so einen kleinen Behälter, wo ich meine Stifte immer reinstelle und der fällt mir immer um. Vor allem, wenn ich das Lenkrad wegnehme, so, weil das direkt daneben steht, fällt mir der Behälter immer um. Wenn ich das Lenkrad wieder hinstelle, fällt er auch wieder um. Jetzt habe ich ihn hier hingestellt. Nächste Ampel, wo ich vielleicht nicht hätte so drüber fahren sollen. Aber egal. Ich finde, wir fahren jetzt auch dann in Ruhrau-Zopp ein paar Minuten zu früh wieder los, damit wir das mit dem Bahnhof vernünftig hinkriegen. Versteht ihr, ne? Also wäre eigentlich egal wegen der Pause, aber die mache ich lieber am Bahnhof als hier wohl. Das ist egal eigentlich, ne? Wir könnten auch hier einfach die Uhr einfach für aufstellen, 4 Minuten, hallo, um hier korrekt abzufahren und nicht zu früh. Also machen wir. Oder habe ich schon gemacht? Gleich nur eine kürzere Pause am Hauptbahnhof, aber ist auch nicht schlimm.
So, hallo, Haltestellenbremse. Ich hatte übrigens das gestern. Ach, hier ist jetzt die Haltestellenbremse kaputt, okay. Gestern hatte ich das, da war bei dem Bus der Fehler, dass laufend. Da sind Leute durch die geschlossene Tür eingestiegen. Hier geht anscheinend die Haltestellenbremse immer wieder raus. Um sie und Situation laden ist schwierig. Aha, Hauptbahnhof wird nachgeladen. Oh, das ging aber schnell. Das ging sogar sehr schnell. Ah ja, da war ein Kollege, müsste dann auf der Linie 2 gewesen sein. Jetzt geht's, ja, wir sind ja fast da. Ein paar Minuten Pause sind dann immer noch am Bahnhof. Da mache ich dann wieder eine kurze Unterbrechung von diesem Video, bevor wir dann auf der anderen Linie weiterfahren. Eine Betriebsfahrt, ja. Und in dieser Linie halten wir nicht auf dem Busbahnhof drauf, sondern fahren hier rum und halten hier. Ja, man kann es vielleicht begründen mit, hier ist der Veranstaltungsort in der Nähe. Ich hoffe, wenn ich hier so stehe, dass die KI an mir vorbeifährt. Ich werde das jetzt testen. Hier ist 3000 Bahnhof, ne? Ich werde das testen und währenddessen 5 Minuten bin ich mal kurz weg. Also ich pausiere die Aufnahme. So, da bin ich wieder. Es hat geklappt, dass hier Autos vorbeigefahren sind. Tatsächlich. Also, nicht schlecht. Jetzt muss es nur noch klappen, dass ich hier rauskomme. Bitte, da kommt ein Auto. Fährt schnell vorbei und dann fahre ich los. Passt aber auch. Hier. Sehr gut. Dann geht es jetzt auf die letzte Tour Richtung Haltenhausenbahn. Ich frage es ja so 2-3. Sind auf jeden Fall da. Spitzerberger Straße. Ja. Und ich glaube, da brauchen wir uns auch gar nicht so beeilen. Da haben wir nämlich gut Zeit für dieses Stückchen.
Zweifel sogar mehr, als wir brauchen. Ja? Machst du das? Jetzt passt die Haltestellenbremse doch. Mancher Kollege. Ja, jetzt funktioniert die Haltestellenbremse. Merkwürdig. So, ich weiß nicht, was der verhindert hatte mit der Haltestellenbremse, aber naja. Anscheinend macht Omsi die Busse auch einfach irgendwann kaputt, so wenn man die so viel zu viel einsetzt. Naja, egal, ne? Lassen wir das einfach mal so stehen. Ich hab die ganze Zeit übrigens Sorge, dass ich so leise rede, weil der Ausschlag am Mikrofon halt nicht so besonders ist im Vergleich zu der Omsi-Lautstärke. Oh, naja. Wenn, dann ist das jetzt das fünfte Video, in dem es so ist. Also von daher auch egal. Wenn man mal ehrlich ist. Hier die Kirche ist schön beleuchtet, finde ich. Das passt ganz gut. Und jetzt sehen wir das ja auch hier ganz gut. Wir sind ein bisschen sehr viel zu früh an der Spitterberger Straße. Also 7 Minuten. Haben wir nicht gebraucht. Ich stelle mal 3 Minuten vor. Hallo. Hallo. Und dann geht's weiter. Genau. Da gucken wir dann auch mal, wie lange das wirklich dauert. Das sind nochmal 7 Minuten Zeit. Das Schlimme ist, man kann als Bus ja hier abkürzen. Darf man.
hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Sondern aber rot warten sollen, einfach nur damit ich gleich nicht wieder vorstellen muss. Ne? Na, ist nicht schlimm. Ich kriege ja hier keine Negativ-Einträge, nur weil ich die Uhr vorstelle zwischendurch. Wo kommen wir denn da hin? So. Über Land kann man mal fern nicht dran machen. Ah, hier kein Blended. Ist das, glaube ich, okay. Ist das hier eine enge Kurve? Da ist ein Kollege schon wie. Auch häufig. Ja doch, so alle 7 Minuten sollte mir. Alle 7 bis 8 Minuten sollte mir einer entgegenkommen. Passt schon, ne? Ein Viertelstundentag. Na, jetzt meint gerade Omsi, ich sei sogar pünktlich unterwegs, aber ich habe nur 3 Minuten und die Haltestelle ist definitiv keine 3 Minuten mehr entfernt. Es hat übrigens aufgehört zu regnen, falls ihr gemerkt habt. Ich habe nach der Pause den Scheibenwischer nicht wieder angemacht. An was anderes konnte man das eigentlich nicht so gut machen. Außer man hätte hingeguckt. Aber ihr guckt ja nicht hin. Wo kommen wir denn da hin, wenn die alle gucken, was ich hier mache? Ihr nutzt das ja als zweiten Podcast, oder? Nee, Spaß beiseite. Jetzt sind wir doch zu früh, ja, dadurch, dass wir da so gut durchgekommen sind. Das ist aber auch nicht schlimm. Das Uhrvorstellen ist ja bei uns auf der Seite. Das ist ja auf unserer Seite. Ah, diesmal ist es auch nur 1 Minute tatsächlich. Na dann. Ah, danke. Guten Tag. Guten Tag. Volk. Hallo. Ach, hier kommst du jetzt nicht vorbei. Vorhin kamen so die Autos super vorbei, als ich auf so einem komischen Parkstreifen stand, aber in der dafür vorgesehenen Bucht passt das nicht. Sehr merkwürdig. So, 10 Minuten noch. Dann sind wir wieder in Heidhausen und da geht es dann ohne Pause wieder weg, einfach damit wir da halt im Weg rumstehen. Aber das macht dann der Kollege. Da muss ich nicht mehr machen. Praktisch, ne? Auch hier habe ich so das Gefühl, dass ich gleich wieder ein bisschen früher dran bin, aber naja.
Ja, jetzt ist wieder Sonntag. Dann machen wir das Übliche, was ich sonntags so frage. Was habt ihr so Wochenende gemacht? Was habt ihr am Sonntag vor? Wie auch immer. Das zählt ja auch zum Wochenende. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Meist macht das keiner, aber ist nicht schlimm. Ich frage das trotzdem weiter. Ich weiß auch noch nicht, was ich an dem Wochenende mache. Werden wir sehen. Wahrscheinlich spontan. Vielleicht. Mal gucken. So, 2 Minuten so früh, nein. Hallo. Hallo. Was steht da noch? Der NE4 steht dort als nächstes drauf. Ist ja richtig. Jo. Eschenburg. Tatsache. Ah ja, der kommt hinten rum, fährt hier über Wimbach nach Eschenburg. Genau. Was steht hier? Ah, auch. Der NE4. Na gut. Ich stelle noch mal 1 Minute vor. Kennt das Prozedere ja schon. Oh, da ist sogar noch jemand. Ja, dann kommen Sie rein. Hallo. Jo. Dann geht's los. Das letzte Stückchen. Oh, jetzt habe ich den Kollegen dort angehalten. Sorry. Ein Auto. Na gut. Lassen wir den erst vorbei. Und dann geht er oben hier. Für mich. Mal gucken. 8 Minuten oder 7 Minuten ist natürlich. Nee, 5 Minuten sind das nur. Oder 6. Ist egal, ist natürlich ein bisschen viel, ne? 6 Minuten. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es zu wenig. Keine Ahnung. Den Weg kenne ich. Glaube ich. Da müsste mal einer die Ampel reparieren, ne? Im Dauerunfall. Hi. Okay. Danke, Ampel, dass du grün wirst. Hoppala. Ich verschiebe ich erstmal das Mikrofon. Wollte ich gar nicht. Das war nicht meine Intention. Sagen wir es, wie es ist. Irgendwas wollte der Bus da gerade nicht schalten. Naja. Das ist eh wieder hoch. Oh, dann haben wir Bremsen. Ne? Dann können wir bremsen. Dann können wir bremsen. Mein Gott.
So, jetzt noch hier am Heidhauser Platz vorbei. Ist ja gar nicht mehr so weit, bis wir dann da sind. Das heißt, dass die Videos Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die waren dann natürlich ein bisschen umfangreicher. Aber ist nicht schlimm. Die waren dann über eine Stunde lang und die beiden sind unter einer Stunde. Ist ja auch egal, ist ehrlich. Es gibt ja keine festen Mindestlängen oder überhaupt vorgeschriebenen Längen für Omsi-Videos mehr bei mir. Früher war das mal 15 Minuten, aber haha. Inzwischen fahren wir mal eine ganze Tour. Da sind wir deutlich drüber. Über den 15 Minuten. Und dafür, dass wir mal ganze Touren fahren, finde ich, ist das vollkommen okay, dass ich dann nur noch 4 Videos in der Woche anbiete und nicht mehr 7 oder 8 oder 9 oder so. Wenn man die zerschneiden würde, könnte man natürlich viel mehr anbieten, weil der Aufwand nicht so groß ist. Aber so brauche ich das Video nicht rendern, sondern es geht gleich einfach ungerendert in den Upload. Hat auch seine Vorteile. Und dann gucken wir mal ab nächste Woche, dass wir da ein bisschen mehr Abwechslung reinkriegen und nicht nur Omsi und GeoGuessr haben und ein bisschen Google Maps. Aber das ist das, was im Moment halt bei mir am meisten Spaß macht, deswegen. Ah, ich gucke mal, ne? Ja, ja, das war schon gelb, aber. Guck mal, Linie 2 vor uns. So. Ah, haben wir jetzt sogar noch ein bisschen Pause hier. Steht keinem im Weg. Keinem im Weg. So. Da können Leute ruhig wieder einsteigen. Das übernimmt jetzt der Kollege. Der Nachtexpress kommt erst in einer Viertelstunde hier. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Das war die Extraschichtrunde. Sagt mir jetzt gerne zum Abschluss auch, welches eure Lieblingslinie war von den 5, die wir gesehen haben. Und ja, wie gesagt, die Option steht noch aus. Das ist die Extraschicht als Stream nochmal geben wird. Dann aber nur auf einer Linie, wo wir dann ein paar Mal hin und her fahren. Oder vielleicht auch auf 4, 5 oder auf der 2. Wir können auch wechseln, aber ja, das steht halt noch aus. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche in irgendeinem Video. Dienstag dann wieder Omsi. Und ansonsten schaut einfach in den Uploadplan, was für Videos sonst noch kommen. Ja, bis dahin. Einen schönen Sonntag noch und tschüss. Danke fürs Zusehen. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Egal. Ciao, ciao.